Hallo Freunde und willkommen in diesem Video, nur ganz kurz mit ein kleiner Tipp für euch. Und zwar will ich euch eine Erweiterung zeigen, eine Firefox Erweiterung für unseren Firefox Browser hier, die unter Umständen ganz nützlich sein kann, finde ich zumindest. Das können wir hier direkt über den Firefox, ja, wenn wir unseren Browser starten, hier Firefox, hier oben rechts hier auf Menü klicken, auf das Menü hier, und hier haben wir Add-ons, hier auf der linken Seite auf Erweiterung, und oben rechts hier haben wir diese Suchmaske hier. Hier suchen wir ganz einfach nach Firefox, in unserem Fall hier ohne H natürlich, aber gut, das hat er gefunden. Ich meine das erste Add-on hier, ja, Firefox. Ich klicke mal drauf und hier sehen wir schon, was das kann. Ja, das zeigt mit einer Landesflagge den Standort des Servers des geöffneten Webseite an und bietet noch dazu eine Vielzahl an Werkzeugen wie Website Sicherheitsprüfung, Whois, Übersetzung, ähnliche Seiten, Validierung, URL Kürzung und so weiter. Ein paar mehr, hier sind noch mal, ja, ein paar mehr Sachen, die Optionen hier, die das kann. Das Add-on ist kostenlos. Wir können hier einen kleinen Beitrag spenden, wenn wir das wollen. Wenn nicht, können wir das trotzdem in vollem Umfang nutzen, kostenlos. Ich installiere das mal hier, ja, auf den Zack, Installier-Button. Einfach draufklicken und schon, genau, das wurde schon heruntergeladen, hier hinzufügen. Okay, und wenn wir jetzt Firefox einmal neu starten, haben wir hier, beziehungsweise, ich gehe mal auf irgendeine Seite, hier meinetwegen auf google.de, und hier, genau, hier sehen wir schon die kleine Flagge hier. Wenn wir mit der Maus rüber gehen, dann haben wir hier die Domain Name, IP-Adresse, Server, Standort und so weiter. Ich klicke mal drauf hier, dann öffnet sich hier dieses Geo-Tool hier, ja. Hier nochmal Hostname, Land und noch ein paar Infos hier. Wenn wir hier allerdings mit der rechten, also mit der rechten Maustaste draufklicken, dann haben wir hier noch diese Optionen hier. Ja, jede Menge eigentlich. Jede Infos können wir hier rüber herausbekommen. Wir haben übrigens hier die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier nochmal auf Add-ons und Erweiterung, hier haben wir nochmal die Möglichkeit, hier noch ein paar Sachen hinzuzufügen. Ja, je nach Bedarf. Netcraft zum Beispiel, Traceroute und so weiter. Es kommt drauf an, ich lasse das jetzt mal so. Dann können wir das alles hier mit einem Klick alles nachschauen. Genau, warum das jetzt nützlich sein kann, das ist beispielsweise, wenn wir, weiß ich nicht, bei Betrug oder beziehungsweise Phishing-Verdacht, ja, oder wenn wir bestimmte Cloud-Dienste nutzen vielleicht und wissen wollen, wo der Server steht, genau, wo unsere Daten da gespeichert sind. Das kann vielleicht wichtig sein, da die Datenschutzvorschriften da von Land zu Land natürlich anders sind. Ja, in manchen Ländern sind sie lockerer als in Deutschland. Und ja, oder ja, wie auch immer. Jedenfalls war es das schon alles für erste hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.